Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keep It Simple zusammen mit mir, Achim Mautz von www.ratgebergeld.at. Ja, wir haben ja in den ersten beiden Ausgaben bereits uns intensiv mit dem Thema Stop-Losses beschäftigt, wie wichtig es ist, immer im Markt einen Stop-Loss zu haben und wie wenig zufriedenstellend es ist, mit sogenannten mentalen Stops im Markt zu agieren. Das dritte, was ich euch noch versprochen habe beim Thema mit Umgang mit Stop-Losses ist, wie geht man eigentlich um, wenn ich ein sogenanntes Gap in einem Markt bekomme, eine sogenannte Kurslücke. Die passiert also dann, wenn ich also über Nacht einen ganz starken Kurssprung entweder nach oben oder einen Kurssprung in meiner Aktie nach unten habe. Nehmen wir also jetzt einmal nicht das Worst-Case-Szenario, sondern das Best-Case-Szenario an. Wir sind in einer Aktie long, wir haben eine Aktie gekauft und die Aktie gappt in unsere Richtung nach oben. Mindestens 2, 3, 4% oder mehr. Wichtig ist hierbei eine Strategie zu haben. Das heißt, die Aktie gap nach oben, was mache ich? Ich brauche einen Strategieplan, ich brauche einen Tradingplan, wie ich also mit solchen Situationen umgehe. Ich persönlich, muss nicht heißen, dass ihr genau das gleiche machen müsst, aber ich persönlich benutze hier einen sogenannten festen Stop, sogenannte Gap-Regel, festen Stop. Wenn ich eine Aktie habe, die in meine Richtung mehr als 2 oder 3% nach oben gapt, gebe ich meinen Stop-Loss unter das Tief der ersten 15 Minuten. Meist ist es so, dass wenn die ersten 15 Minuten nach unten gebrochen werden, Gaps sehr, sehr gerne geschlossen werden. Und das ist natürlich nicht schön, wenn ich jetzt in einen Swing Trade oder einen Positionstrade drinnen bin und der Großteil meiner Kurslücke auch wieder dahin schmilzt. Was mache ich jetzt beim Worst-Case-Szenario? Sprich, ich bekomme ein Gap gegen meine Richtung. Ich bin in einer Aktie, nehmen wir an, ich habe sie gekauft bei 20, habe eigentlich meinen Stop-Loss bei 19 platziert und die Aktie gapt am nächsten Tag auf 18. Natürlich nicht gut. Wir gappen also unter unser gedachten festen Stop-Loss, den wir platziert haben. Auch für diesen Fall habe ich eine ganz festgelegte Regel. Hierbei benutze ich allerdings keine 15-Minuten-Regel, sondern eine 5-Minuten-Regel. Das heißt, sprich, mein Stop-Loss geht unter das Tief der ersten 5 Minuten. Meistens passiert es gerade in den ersten 5 Minuten, dass ich hier einen sogenannten Washout bekomme. Die breite Masse wird ausgestoppt und dann erst geht der Kurs schlagartig nach oben. Schauen wir also dazu 2, 3 Beispiele am Markt an. Ein ideales Beispiel, das ich euch hier zeigen kann, findet gerade eben am heutigen Tag, am 29. Juni 2015 statt. Wir hatten also über Nacht negative Nachrichten, dass möglicherweise Griechenland nicht mehr von der EU weiter gestützt wird etc. Und wir sahen jetzt ein massives Gap in Richtung Süden. Exakt hier haben wir genau die Situation, die wir gerade eben besprochen haben. Wir sehen, das Tief des Tages vorläufig ist in den ersten 5 Minuten gefunden. Die breite Masse wird ausgestoppt. Kein Mensch geht hier long, zumindest nicht die breite Masse. Ich habe hier persönlich sogar diese Situation genutzt, um jetzt quasi das Gap zu attackieren. Sprich, wir sehen, wir gehen über das Hoch der ersten 5 Minuten und kriegen jetzt in der Folge diesen sehr, sehr schönen Impuls in Richtung Norden. Viel wesentlicher jetzt als dieses mögliche Long-Setup ist, dass wir also auch hier sehr, sehr schön sehen, dass also das Tief der ersten 5 Minuten, sprich, ich bin long im DAX oder wenn man jetzt long im DAX ist, man ist long, man kriegt ein massives Gap nach unten, zuerst Stop raus. Das ist die einzige Art und Weise, wie man überhaupt einmal einen Stop aus dem Markt herausgibt. Dann 5 Minuten rasten, dann ein Stop-Loss unter Tagestief und dann hat man auch immer gute Chancen, dass der Trade sich in die richtige Richtung entwickelt und man nicht am tiefsten Punkt des Tages ausgestoppt wird. Das Beispiel kann einen natürlich auch umgekehrt treffen. Ja, wir hatten hier jüngst ZB eine Situation auf Ride the Bull in unserem längerfristigen Börsebrief, wo wir also hier sehr, sehr schön diese bärische Flagge in der Deutschen Bank hier nach unten getradet haben und hier exakt beim Bruch der bärischen Flagge auf die Short-Seite gewandert sind. Stop-Loss wurde also immer wieder weiter nachgezogen, die Gewinne wurden getrailt und dann schlagartig hier durch eine Nachrichtenmeldung bekamen wir also ein Gap gegen uns, diesmal in Richtung Norden. Auch hier haben wir mit der sogenannten 5-Minuten-Regel unseren Stop-Loss quasi über das Hoch der ersten 5 Minuten angepasst und in der Folge kam dann auch die Deutsche Bank sehr, sehr schön wieder in unsere Richtung zurück. Schauen wir uns jetzt das Ganze auch in diesem 5-Minuten-Chart an. Hier sieht man sehr schön, wie die Aktie in den ersten 5 Minuten regelrecht nach oben explodiert. Ja, wenn man also jetzt short ist, dann geht also hier der Stop-Loss und das ist genau das, was wir auch in unserem Börsenbrief hier gemacht haben. Über das Hoch der ersten 5 Minuten, weil das Gap gegen uns geht. Also in diesem Falle waren wir short, das Gap geht gegen uns, 5-Minuten-Regel. Und wir sehen sehr, sehr schön, dass also auch hier dieser 5-Minuten-High als Stop-Loss nicht gegriffen hat. Die Aktie geht dann wieder weiter in
Richtung Süden. Wäre man jetzt ZB in der Aktie long gewesen in der Deutschen Bank, dann würde also hier die 15-Minuten-Regel hier greifen. Das heißt, sprich, Aktie gap nach oben. Was machen wir? Wir wollen also die Gewinne verteidigen. Das Tief der ersten 15 Minuten war auch gleichzeitig die Eröffnung und dann würde also da in der Folge der Stop-Loss also hier greifen, der also dann in weiterer Folge dann am nächsten Tag dann wiederum verletzt worden ist. So, das war also der Umgang mit Stops in Gaps. Ihr wisst jetzt also mittlerweile auch, dass man auch für diese Art des Handels und auch für diese Ereignisse festgesetzte Regeln haben sollte in einem Strategie- und Tradingplan. Ja, und wie geht's weiter? Nächste Woche, beziehungsweise im nächsten Teil, präsentiere ich euch noch ein ganz, ganz wichtiges Thema. War eine Anfrage, die ich auf Facebook von einigen Zuhörern von euch bekommen habe, nämlich das sogenannte Take Profit. Wann nehme ich also erste Gewinne im Markt mit? Egal ob Daytrading, Swingtrading, Positionstrading. Meine Antwort darauf gibt es in der nächsten Folge von Keep It Simple. Wieder mit mir zusammen, Achim Mautz von www.ratgebergeld.at.